Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex. Es ist schon sehr lange her, dass ich das letzte Mal aufgenommen habe. Wieder mal, ne? Es ist nichts Neues. Und den Part, den wir jetzt hier machen, gleich der Einsteiger-Part sozusagen, den habe ich schon mal gemacht, der ist nur irgendwie kaputt gegangen. Ich kann es mir nicht erklären, warum. Ich hoffe, dass der jetzt klappen wird. Die Probeaufnahme hat schon mal funktioniert. Ich drücke uns mal die Daumen. Wir haben, soweit ich mich erinnern kann, schon den Auftrag bekommen, unseren Gleiter zu reparieren, ne? Wir brauchen diese komische Düse da, ne? Diese Steuerdüse, genau. Ja, ich weiß jetzt nur nicht, ob wir nochmal mit dem Kerl da reden müssen, mit dem Harley. Ein kurzer Überblick, wie ist die Lage? Ja. Ein kurzer Überblick, wie sich die Lage gerade darstellt. Der Weg zum Eispalast wird bewacht von einer Armee der Alps. Wenn sie uns beim Einmarsch nicht in den Rücken fallen sollen, muss ich mich um die Alp-Commander in Xarkor kümmern. Die Sache mit dem Code zum letzten Shot des Hybriden beschäftigt mich. Ich muss das klären, bevor ich den Eispalast betrete. Du brauchst noch deine Steuerdüse für den Gleiter. Naja, ich muss dir noch deine Splitter besorgen, um dir die Hälfte des Gleiters abzukaufen. Tja, hört sich so an, als gäbe es da noch einiges zu tun. Komm wieder, wenn das erledigt ist. Ich werde mich ranhalten, dass der Gleiter rechtzeitig fertig ist. Hoffentlich sind wir schnell genug, bevor die Alparmee hier bei uns einfällt. Jawohl. Das war für die Fisch. Wir haben echt zu wenig Splitter. Ich glaube 1800 oder so haben wir, glaube ich. Sicher um ein kleines bisschen zu wenig. Ja, so ist es auch. Freilich könnten wir jetzt die Sachen verkaufen, aber ehrlich gesagt, bäh. Ich sehe gerade, ich bin angeschlagen. Ich werde noch einmal kurz ein Nickerchen machen. Und dann kann es aber auch schon losgehen. Ja. Würde ich sagen. Okay, bis zum nächsten Morgen pennen. Ja, bitte. Ja, machen wir es gleich so. Das passt schon. Dann sind wir genesen. Dann werden wir uns diese Superdüse, wie die jetzt heißt, ich sag das hier wieder falsch, anschauen. So. Steuerdüse, so. Die super tolle Steuerdüse. Wo müssen wir denn dafür hin? Da oben droben. Ja, dann würde ich sagen, probieren wir unser Glück, ne? Ja, bitteschön. Jo. So wie es ausschaut, nähern wir uns ja schon langsam dem Ende, ne? War der Kerl schon immer da? Wir werden hier mal clearen, glaube ich. Wir werden hier mal sauber machen. Oh. Eine Kristallrotte. Zack. Passt. So muss das ausschauen. Wir werden hier clearen. Wir werden hier die Gegner besiegen. Ich muss nur aufpassen, dass der jetzt da nicht zu viele Freunde hat. Ja, ja, da ist alles voll mit diesen Viechern. Na, Gott sei Dank. Ist da vorne jetzt ein Phantom auch noch? Das ist so schön. Ja, ja, freilich. Dann probieren wir mal unser Glück, ne? Heizen wir das Viech ab. Achtung! So, meine Gute, jetzt kannst du zeigen, was du kannst, ne? So, mein Mana ist eh schon aus. Irgendwie, wow, war das mit dem Laufen gerade ein bisschen komisch. Ja, wollte ja schon mal hin. Das ging besser als gedacht. Übrigens nehme ich jetzt auch zum ersten Mal Alex auf mit meiner neuen Grafikkarte. Ich glaube, das geht gar nicht so schlecht. Zumindest, da war das tatsächlich die Grafikkarte, die so lange brauchte beim Laden des Spielstandes. Tut mir sehr leid dafür. Boah, das sind Gegner, ey. Mega. Also ich finde das super, wirklich war super. Weil da können wir ganz schön viele Erfahrungspunkte sammeln. Apropos Erfahrungspunkte. Da fliegt eine Fliege. Wie schaut man aus mit Lernen? Yes, ist nah. Okay.
Ja. Wir hätten auch wieder bald ein neues Level up. Ich hätte wohl die sparen, ne? Mhm. Dann sparen wir noch ein bisschen. So. Ich wollte nur sagen, es war dann alles tatsächlich meine Grafikkarte. Die ganzen Lags und so weiter, tut mir sehr leid. Ihr wisst ja, ich habe schon in einem Moonlighter-Part. Wohl, geht ihr? Dachte ich schon, hä? Zück doch mal bitte deine Waffe, Alter. Ich habe schon in einem Moonlighter-Part mal gesagt, ich kriege momentan die Evil Within nicht mehr hin. Durch die neue Grafikkarte scheint hier irgendwas nicht mehr kompatibel zu sein, da das Spiel ja schon älter ist. Das Problem habe ich auch bei dem einen oder anderen Spiel, das ich eigentlich gerne privat gezockt hätte. Ich muss mir da wahrscheinlich diverse Mods, oder vielleicht ein, zwei Mods, mal schauen, irgendwo organisieren, damit das klappt, mal schauen. Aber ich befürchte, der Spielstand ist sowieso schon hoffnungslos ruiniert durch meine unglaublichen Fails und ja, durch meine falsche Skillung. Aber immerhin war es blind, es ist schwer. Hier haben wir Aufputschmittel, Klebeband, Goldbrocken und Zackenspeer. Nehmen wir alles mit. Aber ich habe ja schon ein neues Spiel in Augenschein, nur ist es noch nicht für PC erhältlich. Das möchte ich von Herzen gerne spielen. Das ist noch ein Geheimnis, welches es sein wird. Aber es, so viel sei verraten, es soll zu Ehren meines Papas sein, weil er das Genre des Spiels gerne mag. Das erkläre ich dann, wenn es soweit ist. So, so viel sei schon mal verraten. Und außerdem müssen wir ja schauen, dass wir hier mit Alyx bald mal fertig werden. Ich will ja auch noch Risen 3 zocken unbedingt. Ja, und dann, wenn wir Risen 3 auch noch geschafft haben, vielleicht, es ist ein großes vielleicht, vielleicht zur Vervollständigung der Gothic-Reihe, das ist jetzt mal vorsichtig gesagt, vielleicht kann ich mich dazu durchringen, dass wir auch noch Gothic 3 und unter Anführungszeichen Gothic 4 spielen werden. Okay, komm, du Kampfkoloss, du. Okay, ausweichen. Schatzi, du bist dran. Ich wollte eigentlich was trinken, klappt aber gerade irgendwie nicht. Würdest du? Ist er hin? Der ist tatsächlich hin. Was, das ist mir auch recht. Das war Mana-Trank, ne? Ah ja, stimmt. So. Essen tun wir schon, passt. Klappt eh. Alles super. Okay, Schatzi hat ihn umgebracht, das ist also super. Wir beeilen uns und verschwinden hier schnell wieder. Ja, das geht eigentlich nicht, weil wir da Quest haben, Schatzi. Aber später dann. Ich weiß, deine Füße. Die Frau ist echt ein Phänomen. Die hat keine Schuhe an. Also, wenn ich im Schnee barfuß laufen würde, Alter, ich könnte den Füßen beim Abfallen zuschauen. Wirklich wahr. Da kann ich richtig zuschauen, wie die blau werden, dann dunkelblau und dann habe ich auf einmal keine Füße mehr. Das geht ganz schnell. So, wen haben wir denn da? Auf jeden Fall Gegner. Ich sollte mal speichern, ich Schlaufuchs. Also, ich kann getrost hier auf die Nummer 6 drauf speichern, weil der irgendwie, wie gesagt, der Part ist ruiniert gar. So. Dann nehmen wir hier mal die Sachen mit, macht Stoß, haltet aber auch was. Mandele, Trockenfleisch, ein Pfeili. Alyx, da ist fröstlich. So, dann hauen wir dich mal weg, du Dreck. La, da, da, da. Zack. Der ist erledigt. Aui. Kann ich gleich drauf zulaufen. Alter. Sie ist stark, unser Frauchen. Muss man echt sagen. Ein Commander. Den müssen wir besiegen. Auch. Au. Alter Schalter. Ich glaube, das war nicht so gescheit, was ich da gemacht habe. Ich wollte mal was essen nebenbei. So, mal ein bisschen herumlaufen. Der ist erledigt. Passt. So muss das ausschauen. Warum denn einfach, wenn es auch kompliziert geht?
Die nehmen wir auch mit. Lalilalila. Den nehmen wir auch. Das. War dann zweiter? Nein. Haben wir den gelootet? Nein. Dann haben wir hier keinen umgelegt. Da ist immer so kalt. Scheißlich ungut. Das nehmen wir mit. Und das nehmen wir mit. Ein zweites Mal. Weil so weit waren wir, glaube ich, schon. So. Elixitbeutelchen. Energiezelle. Und das da. Und ein verschlossenes Spindelein, was wir hacken tun. Ich habe sogar hier die Zahlen vergessen. Wird schon werden. Das war reines Glück, dass ich zufällig jetzt die richtigen Zahlen habe. 5, 7, 4. Geht doch. Ja, geht doch. Kanzler, das war jetzt echt Zufall. Trockenfleisch, Elektroschrott und eine Geldebündele. Nehmen wir alles mit. So. Gut, das hätten wir. Dann würde ich sagen, das wäre sogar speicherungswürdig. Dann speichern wir gleich wieder und gehen weiter. Commander waren jetzt 6 zum Besiegen insgesamt, ne? Also 5 noch. Okay. Dann haben wir wieder einen Kampfmaschinerl und einen Trottel. Die werden uns gleich wieder buffen. Die werden mich gleich verschießen, damit ich nicht zu sehr aufs Maul kriege. Und die werden auch gleich wieder, wenn es geht, unsere Waffe ausrüsten. Zack, 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 geht schon. Ausweichen. Das war nicht so prickelnd. Wäre es erledigt. Okay, und wie fehlt die Energie? Okay, ich werde verrecken, wenn es weitergeht. Na, das geht eigentlich ganz gut. Ich muss ehrlich sagen, das ging ganz, ganz gut. Wo ist er denn? Da. Ich bräuchte mal ein Bett. Boah, wir sind mal ganz schön angeschlagen. Ich glaube, wir werden uns mal so ein bisschen heilen. Das ist echt eine schwache Heilung. Eine schwache Heilung, echt wahr? Ja, ja. Dann würde ich sagen, futtern wir noch ein bisschen was. So, glaube ich, passt schon. Und dann schauen wir uns weitere um. Ah, da haben wir schon das nächste Opfer. Also wir. So, wieder schön speichern. Ich werde ihn gleich probieren, wieder mit Feuer herzulocken. Einmal buffen wäre aber auch nicht schlecht. Das geht so nicht. Dann halt nicht. Also das Mana fehlt. Ist eh logisch. Alter. Im Zimmer ist gerade zu dunkel. Oh, das war ein Schild. So wollte ich. Ah, nicht gut. Ja, ist schon gut. So. Kann ich jetzt? Jetzt habe ich wieder zu wenig Mana. Alter! Ich muss mir Mana skillen. So geht's jetzt, ha? Warum denn nicht? Aber jetzt. So. Hinter mir. Ich probier mal. Passt. Du, das mit Feuer geht eigentlich ganz, ganz gut. Muss man sagen. So. Einfach mal weggebrannt, den Kerl. Schau, was wir da haben. Ein Heilpflanzerl. Ich wechsle gleich wieder die Waffe, weil da vorne haben wir schon wieder so einen Kerl. Aber ich glaube, keine Kampfmaschine mehr. Also keine große halt, ne? Da machen wir ja die kleinen. Au! Alter! Ja, das war's. Hin ist er. Und wir sind wieder voll hergerichtet, aber voll. So. So. Ich würde sagen, das speichern wir auch sofort wieder. So, und ja, und weiter, und ja. Mhm. Passt. Die zwei hatte ich, glaube ich, auch besiegt.
Ich kann mich da so dunkel an was erinnern. Ich habe versucht, die Gegend hier so gut es geht zu clearen. Au! Au! Sag einmal, spinnst du, du Vieh. Wo ist ein Frauchen? Danke, Frau. Hoppala. Achso, ich dachte, das wäre schon hin. Na, wo rennst du denn hin? Ja, jetzt ist er hin. Passt. So. Achso, das kam aus dem Loch. Deshalb. So. Rohes Fleisch haben wir auch wieder ein bisschen. Das ist sehr gut. So ein Gleiter will ich irgendwann mal abschießen können. Das wäre cool. Das wäre echt cool. Ah, davon haben wir einen Teleporter. Waren wir bei dem... War ich bei dem Teleporter schon? Ich bin verwirrt. Schauen wir gleich. Nein! Sehr gut! Einen Teleporter gefunden. Das trifft sich jetzt ausgezeichnet. Wir sind eh ziemlich angeschlagen. Überleg grad. Theoretisch könnten wir uns nach Goliath porten. Gleich zum Schmied versuchen, um zu versuchen, ein paar Tränke herzustellen, falls geht. Schauen wir mal, ob wir was zusammenbringen. Und dann eine Runde schlafen und dann wieder hierher kommen tun. Müsste klappen. So. Servus, grüß euch, servus. Halt, das wollte ich nicht. Hallo, servus, grüß dich. So, was haben wir denn hier? Ich möchte einen Trank bauen. Steams werden wir nur mehr zum Verkauf bauen, glaube ich. Elixier der Heilung wäre schön. Schnaps fehlt und Kronstöckel, ja. Da fehlt noch was. Ich weiß. So. Kleiner Elex, großer Heiltrank. Geht da was? Da geht da tatsächlich was. Da machen wir alles, was wir haben. Da machen wir auch alles, was wir haben. Das ist gut. Mächtiger, großer haben wir gerade, ne? Wie schaut's mit mächtigem aus? Machen wir mal. Da fehlt noch was. Schnaps wird in Hüllenfülle fehlen. Wie schaut's mit Steams aus? Harter Hund. Können wir da irgendwas in Massen produzieren? Aufputschmittel. Da machen wir mal wirklich die 14. Die gehen wir nur zum. Also die werden wir verkaufen. Das können wir auch. Das ist wirklich nur gedacht zum Verkaufen. Den Rest behalte ich, glaube ich, noch. Wie schaut's hier aus? Ja. Da fehlt noch was. Können wir wirklich machen. Dann war, glaube ich, der Heiltrank der große Heiltrank, ne? Passt. Und beim Mächtigen würde auch noch was gehen, ne? So, jawohl. Da fehlt noch was. Jawohl, so passt das schon mal. Mana-Elixier. Geht aber ohne Kronstöckel nichts, ne? Ja, genau. Wo, ich muss mal nachschauen, wo zum heiligen Jakobus wir den bitteschönen Kronstöckel herkriegen. Hey, du brennst. Na, herstellen. Ich glaube nicht, dass wir von dem was brauchen. Ui, ist das ein Bettchen zum... Ja. Also bis zum nächsten Morgen pennen. Und aufstehen. Dann müssten wir noch zur Bar. Da bordet man sich, glaube ich, am Eingang am schnellsten hin, ne? Oder kommt, oder ist eh schon wurscht. Dann können wir so irgendwie runterspringen. Ist wahrscheinlich schon egal, ne? Weil bei der Taverne haben wir natürlich logischerweise noch die besten Chancen auf Schnaps. Also Schnaps zu bekommen. Da oben waren wir auch noch nie eigentlich, ne?
Vielleicht liegt da oben ja was Besonderes. Da waren wir echt noch nie oben. Also das Besondere hier ist schon mal ein Bug. Wow. Alter. Jetzt bin ich glaube ich im Arsch. Wow. Wow, okay, das war nur Glück. Also das war jetzt sehr interessant. Das war jetzt ein schöner Bug. So, wie komme ich da jetzt wieder rauf? Ich glaube da drüben. Ja, so kommt man vielleicht auch irgendwie zur Taverne. Zwar nicht elegant, aber naja. Alter Schalter. Na gut. Also, das sollte ich nicht nochmal machen. Alter Schwede. So. Sprint, die Sprint, Sprint. Und dann schauen wir mal, was das, was der gute Schnaps denn kostet. Tut. Dran schuld. Was? Servus. Gib mir was zum Saufen. Gib mir was zu trinken. Was willst du haben? Schnaps in Hülle und Fülle. Jo, geht eigentlich. Jetzt sind wir wieder gleich pleite wie vorher. Wir würden gern was verkaufen, wenn möglich. Mal schauen, ob wir unsere Stims loswerden. Sofern ich sie jetzt anfinde. Das waren sie, ne? Können wir gleich hergeben. Ja. Dickes Blut, das geben wir auch her. Müsste passen. So, hätten wir noch was zum Verkaufen? Hornplatten. Ja. Krallen, bist du gescheit? Ja. So, ich glaube, das passt dann schon mal. Handel akzeptieren. Viel danke. Das heißt, wir hätten jetzt auch das Geld schon zusammen für unseren Freund. Ich werde jetzt trotzdem nochmal unsere wertvolle Zeit da. Ach, halt die Gusch. Wir werden nochmal zur Schmiede gehen. Wir werden noch ein bisschen Tränke brauen. Ich werde aber versuchen, sie nicht zu verbrauchen. Ich will die nämlich schon sammeln fürs große Finale. Ehrlich gesagt. So, also Tränkelein. Mächtig warst du jetzt, ne? Da. 8 Stück immerhin. Ja, das geht schon. Weil die mächtig, weil der Schnaps fehlt. Okay, Heilpflanzen hätten wir nur gehabt. Ja, das passt schon. So, bin ich schon mal zufrieden. Ich glaube, waffentechnisch wird nichts mehr gehen, ne? Kann man hier noch was machen? Waffe steigern geht nicht, ne? Waffe ausschlachten. Na, ich glaube, das passt schon so. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir wieder zurück. Ich möchte aber vorher trotzdem. Warte kurz. Ach, halt die Gusch. So, was hätten wir denn? Irgend so ein Billigtrank wäre halt schon super. Ah, da werden wir nichts haben mehr, glaube ich. Na. Da wäre es noch besser gewesen, was zum Essen zu kochen. Ein bisschen was hätten wir eh noch. Ah, wird schon passen derweil, ne? Gehen wir wieder zurück, ist gescheiter. Können wir jederzeit herkommen. Immer dieser... Also Südpass. Dann machen wir hier die Viecher weiter platt. Da vorne gibt es ja auch einen Haufen Gegner. Wir sollten nicht weiter ins Eisland gehen. Ich spüre furchtbare Kräfte, die hier am Werk sind. Ja, ja. Es wird hier der Tod ereilen, wenn wir nicht vorsichtig sind. Ist so schlimm, wie es wohl nicht wären. So, also einmal schnell speichern, weil jetzt haben wir ja ein bisschen was gemacht. So.
Dann versuche ich die Bagage noch auszurotten und dann beenden wir mal den ersten Part. Dann sind wir ungefähr eh dort. Ungefähr. Dort, wo wir beim eigentlichen Part auch gewesen. Wow. Auch gewesen wären. Ruckballert und da wäre. Das ist natürlich schlecht, dass das Fernkämpfer sind, ne? Komm her. Zack, au. So. Passt. Das war schon sehr gut. So, und den looten wir auch. Dann natürlich wieder die Feuerfaust und dann noch schnell noch einmal speichern. Weil, wie immer, diese Kampfmaschine wird nicht sehr einfach zu besiegen sein. Und Anführungszeichen. So, außer die heizen sie wieder wunderbrechlich ab. Achtung! Jawohl! So. Vorsicht! So. Na, wo ist er denn? Passt, erledigt. Der kann gleich liegen bleiben. So, das ging ja einfacher als gedacht. So, dann müsste da vorne, glaube ich, noch eine Drohne sein. Die hat mich letztes Mal schon geärgert. So. Und dann müsste eigentlich Ruhe sein. Hoppala, ich stecke fest. So. Müsste es hier, genau da vorne war was und auf der anderen Seite gab es, glaube ich, auch noch was. So. Dann hätten wir das auch schon. Dann können wir schon wieder umdrehen und die nächsten Viecher plätten. So ist fein. Passt. Okay, was mich da jetzt angreifen möchte, habe ich keine Ahnung. Ah, eine Drohne. Die habe ich beim letzten Mal nicht gesehen. So, passt. Erledigt. Na, das war ein Baumstumpf. Okay, ich dachte schon, da ist noch ein Viech. Passt. So weit, so gut. Dann können wir jetzt ein kleines Stücklein sprinten. Den haben wir eh gelootet, ne? Nicht, dass wir was vergessen. Den haben wir auch. Passt. Dann gibt es hier drüben bereits das nächste Getier. Ja, der ist auch weg. So, tada. Heilpflanzele ist da, glaube ich, nichts. Ich sollte mich mal kurz stärken, glaube ich. So, ist gut. Dann wollte ich eigentlich... Aha. Hier rüber, genau. Davon wird gerade gekämpft. Ich sollte mal ganz kurz speichern wieder mal. So, ja, ja. Bam, bam, bararam, bam. Da haben wir nichts. Okay. Dann einen kurzen Abstecher hier hin für die Kristallratten. Oder Ratte. Au. Okay, jetzt sind doch mehr Zeit. Drei Stück insgesamt. Passt. Erledigt. Irgendwas ist da drüben gestorben. Ja, bitte, das wäre mir auch sehr recht. So, da kommen noch ein paar Freunde. Oh, ist das ein Commander? Tatsächlich. Alter, darfst ruhig schlagen. Alter, jetzt ist er hin. Okay, mir fehlt die Energie. Da kann ich schon drücken, wie ich möchte.
Alter. Was? Der ist auch erledigt. Der ist noch nicht erledigt, aber bald. Sobald ich mehr Energie habe. So, den machen wir auch platt. Au. Okay, oder der macht mich platt. Das könnte auch sein. Na, Energie? Würdest du? Aha, ich habe da irgendwas oben. Würdest du heilen? Alter. Na? Du lästiger Zapfen. Ist jetzt Ruhe? Passt. Sehr gut. Gefährliche Gegend. Ja, das kannst du laut sagen. So. Schön looten. Nichts vergessen. Wir haben den schon besiegt. Was willst du jetzt von mir? Hä? Kommt das nicht mit, was es angreifen möchte? Irgendwas da drüben flippt gerade voll aus. Ah, der! Okay, kurz mal speichern. So, und dann müssten wir nach dem mal den Part beenden, wenn die Gegner uns lassen. Weil das ist schon ein bisschen, ist schon zeitig. Servus! Au! Alter Schwede, das war so nicht geplant. Du Kerl. So. Gut. Dann zum Wetter. Ich wollte nur schnell schauen. Ich glaube, hier liegen ein paar Sachen. Na, sind nur Steine. Gut. Ich glaube, das wär's dann für den Part. Ihr Lieben, ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.